Liebe Zuschauer, Promi-Geflüster, 600 Folgen haben wir jetzt am Start und ich habe heute wirklich jemanden da, den haben wir noch nie da gehabt bei uns und er feiert dieses Jahr auch Jubiläums. Wie viel das gleich ist, wird er mir verraten. Hallo und herzlich willkommen, Patrick Lindner. Grüß dich. Ja, ich freue mich, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Genau. Wir kennen uns ja schon wirklich über Jahre, Jahrzehnte, ja, kann man sagen. Gell? Und ja, schön. Ja, freue mich auch, genau. Also ich habe ja wirklich deine Karriere von Anfang an, kann man sagen, mitverfolgt. Die kleine Tür zum Paradies, ja, so ging es eigentlich los. Stimmt, ja, ist richtig, ja. Also dass das Ganze jetzt ja eben 30 Jahre zurückliegt. Jetzt hat er es verraten, genau. Ich kann es selber noch gar nicht glauben, dass, ja, wo ist die Zeit geblieben? Es ist echt der Wahnsinn. Aber gut, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, auf so viele schöne Jahre zurückzublicken, auf 3 Jahrzehnte im Musikgeschäft. Ja, und gerade eben habe ich jetzt mein neues Album fertiggestellt. Das kommt jetzt am 5. Juli. Und nichtsdestotrotz blickt man natürlich nach vorne. Es geht weiter. Ja, es gibt ein tolles Jubiläumsalbum. Und das zeigt natürlich also ein bisschen irgendwie die 30 Jahre auf. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele tolle neue Songs auf dem Album. Und die erste Single-Auskopplung läuft mittlerweile super in allen Radiostationen. Also ich bin natürlich ganz gespannt, weil immer wenn ein neues Album kommt, ist es natürlich spannend und freue mich aber sehr drauf. Ich feiere das Leben, gell, so heißt's. Ich feiere das Leben, ich feiere die Zeit. Genau, ich feiere die Zeit. Passend natürlich zum Thema. Ich hatte ja, lange gesucht, wer mir denn da jetzt wirklich einen tollen Titel schreiben könnte zu diesem Thema hin. Und Jonathan Zelter war dann bei mir zu Hause, setzte sich an den Flügel und spielte mir eben einen Song vor, wo ich sofort sagte, wow, das ist es. Ja. Und für mich ist er einer der im Moment besten Singer-Songwriter überhaupt. Ja. Und er hat mir nicht nur diesen Titel geschrieben, sondern noch einen mehr. Und bei einem dritten hat er dann eben auch noch mit Kollegen mitgeschrieben. Also es ist wirklich ein sehr rundes, spannendes Album geworden mit ganz vielen Facetten. Auf alle Fälle, genau. Und jetzt, wenn man so auf 30 Jahre wirklich so zurückblickt, was waren es für schöne Momente? Vielleicht aber auch der eine oder andere nicht so schöne Moment. Gab es sowas auch? Ja gut, ich meine, das gibt's ja, glaube ich, bei jedem, dass es irgendwie doch ein Auf und Ab gibt, dass es manchmal eben Geschichten gibt, die nicht so schön sind, klar. Aber ich glaube, das passiert auch jedem. Es gehört auch irgendwie dazu. Die schönen Momente bleiben natürlich viel mehr in Erinnerung, das ist ganz klar. Und da gab's wirklich einige. Also ich meine, die Karriere hat ja damals ganz rasant begonnen. Es war aber an zweiter Platz eigentlich nur, wenn man es wirklich richtig überlegt. Es war gar nicht der erste, gell? Nee, also es war ja genau im gleichen Jahr, als Stefan Bross den ersten machte und ich den zweiten. Aber man muss dazu sagen, es war nur ein Punkt Unterschied. Ja? Und ich glaube, die Leute haben mich damals genauso irgendwie als heimlichen Sieger auch mit gesehen und auch, ja, haben es auch so empfunden. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt. Und man kann ja sehen, dass man aus dem zweiten Platz natürlich auch ganz gut was machen kann. Ne? Nein, es war auf jeden Fall eine wahnsinnig aufregende Zeit für mich. Es begann ja wirklich ganz rasant und ich durfte gleich in den ersten Jahren natürlich wunderbare Preise einheimsen, tolle Auszeichnungen, goldene Schallplatten, platinene Schallplatten, dann eben nach 2 Jahren, in dem ich in dem Geschäft war, eben gleich den Bambi in Empfang nehmen und das waren schon alles tolle Sachen, muss ich sagen, ja. Prima, toll. Und dann jetzt in der jüngsten Vergangenheit hast du ja ein Duett wieder mit der Niki noch hingelegt, also was ja auch total gut eingeschlagen hat. Gibt es da nochmal eine Fortsetzung? Ja, das hat natürlich riesengroßen Spaß gemacht mit ihr. Wir beide kennen uns eben auch schon 30 Jahre. Ich habe sie damals gleich anfangs meiner Karriere kennengelernt, da war sie ja schon ein großer Star. Und ja, natürlich hat sie sich so ein bisschen zurückgezogen gehabt und ich dachte mir, Mensch, ich hatte einen Titel, der sich also wahnsinnig gut als Duettnummer geeignet hat und
suchte eben jemanden, der jetzt passend wäre für diesen Titel. Und da ist uns eben Niki eingefallen. Und dann haben wir sie kontaktiert und gefragt. Ja, und nach kurzer Zeit hat sie eben ja gesagt. Und dann ist dieser Titel entstanden, der also wirklich voll eingeschlagen hat beim Publikum, was uns alles sehr, sehr gefreut hat. Und so haben wir natürlich gesagt, auf dieses neue Album muss jetzt auch noch mal ein Titel drauf, den wir gemeinsam aufs Parkett legen, und haben uns eine super Nummer ausgesucht, nämlich How Do You Do. Also ein Song, den ja wirklich jeder noch kennt, und der geht richtig toll ab. Also es ist ein richtiger Party-Song, wie man ihn eben auch schon kennt. Und ich finde einfach, dass er super zu Niki und zu mir passt. Ja. Auf alle Fälle. Also man kann der Sommer sozusagen kommen, stehen nichts im Wege. Ja. Ne? Jetzt wollen wir noch auf die Tournee nächstes Jahr mal kurz noch zu sprechen kommen. Denn du bist mit vielen Künstlern auf Schlager-Hit-Paraden-Tour, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Wo geht's denn überall hin? Ja, du, also es gibt, glaube ich, so rund 70 Termine. Die Tournee beginnt genau an meinem Geburtstag am 27. September und führt uns dann bis ins nächste Jahr in den Mai hinein. Ja, also natürlich immer mit kurzen Unterbrechungen, aber es wird eine sehr lange Tourneezeit werden. Aber das Tolle ist eben, dass es auch jetzt gerade zum Jubiläum geklappt hat, dass ich eben mit Iron Shear zusammen unterwegs bin, was mich also wirklich wahnsinnig freut. Gigi Anderson ist mit dabei und noch einige andere Kollegen. Also da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Ja, auf alle Fälle. Du kommst sogar auch nach Reutlingen, habe ich gesehen, in unsere Stadthalle. Ja, auch das ist schön, immer ins Ländle zu kommen, ins Schwabeländle, da freue ich mich sehr. Da habe ich auch nach wie vor, nach 30 Jahren, so viele tolle Fans, die mich ja seit Jahrzehnten begleiten. Und deswegen ist es für mich auch wirklich so ein Stück Heimat geworden. Ja. Eine weiß ich noch, die kam auch von der Schwäbischen Alb. Ich weiß nicht, ob sie weiß, auf wen ich hinaus will, die Karin. Ah, die Karin. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Doch, doch, die gibt's noch, die Karin, mein Gott, wenn die das jetzt sieht, dann sage ich, Karin, du bist spitze! Genau. Da hat sie immer gesagt, Patrick, du bist spitze! Richtig, mal sehen, wer alles dann nach Reutlingen kommt, an dem Konzert dann. Vielleicht sehen wir uns aber auch schon früher, wenn es klappt, mit einer Autogrammstundentour. Ja, das wäre schön. Ich würde mich natürlich freuen und freue mich natürlich auch auf Sie alle, wenn Sie mit dabei sind. Und wo wir dann unbedingt auch noch einen Abstecher hinmachen müssen, nach Hohenendringen. Sagt er das noch was? Hohenendringen. Das war immer das Ausflugslokal, oder beziehungsweise da hat er Wolfgang Bödiger alle hingeführt. Ah, jetzt. Ja gut, das ist schon sehr lang her. Das ist mittlerweile ein sehr schöner Biergarten geworden, und die Frau Bauer, die gibt es immer noch. Okay, ja gut, dann müssen wir da wieder hin. Ja. Natürlich. Also, trotz allem, in diesem Sinne sage ich mal dir herzlichen Dank, dass du in meiner Sendung warst. Dir alles, alles Gute mit dem neuen Album. Ja, danke. Viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Und auf die nächsten 30. Jawohl, ja? Gell? Bleiben Sie gesund. Bis dann. Und viel Spaß mit der Musik. Ciao. Danke. Danke. Danke dir.